Telefon ist mir eine Wag. Ich rufe Sie von Qualitätsabteilung. Wie geht es Ihnen? Ja, hier ist alles sehr gut. Wie geht's Sie, junge Frau? Es geht mir gut, danke. Ja, sehr Sie gut. haben. Super. Ich rufe Sie vom globalen Finanzmarkt. Sie haben in unserer Website für Kryptowährungen und Aktien angemeldet. Auf Ihrem Verdammt. Handelskonto ist. Ey, nimm mal die Euro-Münzen aus der Nase. Man kann dich überhaupt nicht verstehen. Hallo? Hallo, es geht um Online-Handels, um Ihr Handelskonto. Verdammt, nimm die Walnüsse aus dem Mund. Ich kann dich nicht verstehen. Sprich mal deutlich. Ich rufe Sie vom globalen Finanzmarkt an, Von wo? bezüglich Iran. Von wo? Welche Stadt? Von City? Berlin. Der globale Finanzmarkt ist aber in Frankfurt am Main. Was redest du für einen Quatsch? Unsere Abteilung ist in Berlin. In Wollen Sie welcher Investment Stadtteil? machen oder nein? Welcher Stadtteil? Meine Wollen Sie Lieblingsfrage. Investment machen? Ja, klar. Aber ich möchte wissen, welcher Stadtteil Berlin du bist. Wollen Sie Investment machen oder nein? Ja, habe ich doch zweimal schon Ja? gesagt jetzt. Aha. Mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? Vielleicht stellst du mir erstmal deine Firma vor, bevor du mich nach Geld fragst. Wie wär's damit? Unsere Firma heißt DNCA Investment. Kannst du das mal buchstabieren? Devidora. Aha. N wie Nordmol. Aha. K wie Carolin. Carolina, hier wie Karl der Große, das ist gut. Aha. Aha. A wie Anton. Si Carolus Reis, da da da, da 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 da. Ja, Entschuldigung, ich bin gut drauf. Ja, okay. Ja, und was kann man verdienen bei euch? Also können Wetten machen und verdienen. Es hängt von Ihrer Investment ab, ja? Wie viel Geld werden Sie verdienen? Ach so. Aha. Und wie viel Prozent? Zum Beispiel, wenn Sie investieren 250, werden Sie jedes Woche 75 Euro Minimum arbeiten. Minimum. Woher kannst du das so genau sagen? Ach so, da wir arbeiten mit Robot, ja, mit künstlicher Mit Intelligenz. Robotern? Ja, so unser Blöd. Robot wird Ihre Kryptowährungen kaufen und verkaufen, Aha. jedes Mal, wenn die Preise geht hoch oder geht Ja, weniger, ja, und was passiert, wenn die Preise künstlicher. weniger hochgehen, sondern nach oben, unten und zur Mitte gehen? Zum Was macht der Beispiel, Roboter dann? wenn heute der Preis ist 3.000 Euro, es 3000 wird er Eulen? verkaufen. Unsere Eulen Wie werden eure bitte? Sonne verdunkeln, haben die Perser damals gesagt zu den Griechen. Weißt du das noch? Zum Beispiel, heute kostet Bitcoin 3.300, ja? Und morgen wird es 2.800 sein, ja? Ja. Roboter verkauft ihre Coins und kauft nochmal, wenn die Preise minimal ist. Wenn der Preis minimal ist, kauft er. Und wenn der hoch ist, verkauft er. Ist gutes Aha. Roboter. Ja, und es macht alles automatisch, ja? Automatisch, ja. Und Und was? wo, Okay, und wie ja. viel kostet? Was meinen Sie damit? Na, wie viel kostet so ein Roboter? Unser Robot, Ja, weil ich bin ja, unser. weil der Karl der Große muss ja eine neue Armee aufstellen. Ja, 15 unser. years have I've been waiting to sit upon my throne. Weißt du? Und dann muss er irgendwie neue Leute haben. Ja, genau. Sie bezahlen nur 10% Gebühr und nur von ihrer Gewinne, ja? 10%? Also, weil sie 10% nur von ihrer Gewinne. Welche Gewinne? Von dem Roboter, ja? Ja, wenn sie machen Gewinne, werden sie nur 10% bezahlen. Ach so, das ist gut. Aha. Und ist das Ah, muss wenn Sie man. gehen zum Beispiel an Restaurant, bezahlen Sie 10% für Service, ja? Ne, Das ich ist die gebe nie gleiche. Trinkgeld. Und wie viele?
Also ich gebe nie, nicht zahlen Sie für Service. Ich gebe nie Trinkgeld. Schwarzfahren ist eine Tugend. Warum soll ich den Leuten noch Geld geben? Die werden doch bezahlt, oder Nein, nicht? in jedem Restaurant Nein. bezahlen Sie Servicepreis. Nein, das ist, du meinst Mehrwertsteuer, 19%. 510. 19, 1,9, falls du die Zahlen kennst. Ich weiß leider nicht, wie man es als römische Zahl schreit, weil du kommst ja irgendwie aus dem Mittelalter scheinbar. In unserem Unternehmen, die Gebühr ist nur 10%. Ja, das habe ich verstanden. Und gibt es auch so einen Bonus, wenn ich bei euch mitmache? Wie bitte? Wie bitte? Ich habe gefragt, ob es einen Bonus gibt. Warum also klatschen Bonus, die Leute? Warum klatschen die Leute? Die Leute begrüßen die neue Herrschaft von Karl dem Großen. Nein, heute ist Geburtstag meinen Kollegen. Ah, sollen wir singen zusammen? Alles Gute ja. für dich, alles Gute für dich, nicht meine, alles Gute, meine Natascha, alles Gute für dich. Okay, ich sag's nur Dankeschön oder okay. nicht? Okay. Ja. Blöd, wenn meine vierjährige Cousine besseres benehmen als du. Aber okay, wo waren wir stehen geblieben? Können Sie nochmal wiederholen? Was soll ich hören? Oder nochmal singen? Nein, nein, aha. Ich soll nochmal singen? Marscher. Welche Strophe? Nein, nein. Erste, zweite oder dritte? Brauchen Sie nicht. Ach, ich würde aber welche so Welchen Beruf gern. Haben Sie? Na, ich bin Sänger. Welchen Beruf haben Sie? Ich bin Sänger. Sie sind Sänger. Ja. Wo? Ha? Bolschoi-Theater. Wo? Ach so. Ja. Und wie lange arbeiten Sie? Und ich habe heute frei. Dort. Heute frei? Ja. Ach so. Weißt du, bis die nächste große Person mit den Einflusspunkten gekauft werden kann, dauert es noch ein bisschen. Wir machen momentan 8 große Künstlerpunkte pro Runde. Und bis der nächste Aha. große Künstler, sag ich mal, eingekauft werden kann, genug Glauben haben wir nicht, weil wir sind Atheisten. Das Wesen X hat hier keine Macht. Und solange muss ich jetzt halt ein bisschen Pause machen. Der Spieler hat auf Pausieren Ach gedrückt so. Und jetzt sitze ich hier rum und gucke, wie um mich herum die Bauarbeiter Straßen legen und so. Wir Ach sind jetzt so, im Industriezeitalter angekommen. Aha. Verstehst du das? Ja, genau. Ja, klar, auf jeden Und Fall. Und haben Sie Familie? Ja, die anderen großen Sänger sind alle schon aufgebraucht. Also hier in Novosibirsk steht eine Universität, da sind die großen Denkmäler drin. Das haben die Schweden ja eingenommen aus der Schlacht von Poltava. Und da sind die anderen großen Künstler Ach so. Aktiviert worden. Verstehst du das? Ja, verstehe. Ja. Aha. Poltava, certain death and pain, Swedish soldiers met their bane. Oh, ich habe heute so Lust zu singen. Ja. Singst Aha, du mit mir? Und wo, Familie? Aus welchem Nein. Land bist du, sag mir? Ich komme von Poland. Von Poland? Ja, das ja. ist cool. Ja. Find und haben Sie Familie auch? Nein, alle im Krieg gestorben. Nein. Ach. So, ja. leben Sie alleine, Ich ja? lebe alleine, ja. Weißt du, hier ist neben mir sind drei modernisierte ja. Farmen, das hat dann einen Bonus zum Feudalismus gegeben. Und jetzt warte ich halt Aha. drauf, dass irgendwann die Nachbarschaften erforscht werden, damit wir so richtig schöne Ghetto-Wohnviertel haben. Ich weiß Ach, zwar nicht, was die Logik dahinter ist. Weißt du, du ersetzt gut laufende Farmen, die über Generationen und Zeitalter dein Volk ernährt haben, mit irgendwelchen versifften Nachbarschaften, in denen die feindlichen Zivilisationen dann dauernd Rebellionen anzetteln. Völliger ja. Quatsch, aber jeder macht es. Das ist wie mit dem Rauchen. Aha. Ist irre, Ach, oder? So. Und wie alt sind Sie, Herr Hans? Ah, also ich wurde im Mittelalter wurde ich gekauft mit Einflusspunkten und wir sind jetzt kurz vom Industriezeitalter und ich bin jetzt seit, boah, lass mich nicht lügen, 67 Zügen auf diesem Planeten. Vorher war ich in einem Ach, anderen Spielstand. So. Sind das 35 oder ja, ja. 40? 35? Ja, klar. Und wie alt bist ja, du? Ja, klar. Ich bin 30. Du bist 30? Du hörst dich an wie 60. Ja. Nein. Was ist los mit dir? Wie bitte? Ich hab gefragt, was mit dir los ist.
Nix. Doch. Ach so, und welche Zellen haben sie? Welche Zellen? Also neben mir ist im Prinzip ein modernisiertes Steinfeld und ein bisschen Eisen. Und ich hoffe, wenn wir dann in der Moderne angekommen sind, dass auch ein paar Ölfelder in der Nähe sind. Ach so. Kann man bei euch Öl kaufen? Ja. Ja, also wir haben ein bisschen Salz und 3 Schweine zu anbieten. Aha. Also wir bräuchten 20 Stück, können wir Tausch machen? Geht das? Ja. Dürfen wir eine Botschaft in eurer Hauptstadt errichten? Nein. Warum nicht? Komm, das kostet 50 Gold, das muss dir das doch wert sein. Ach so, hör mal auf, verdammt, Diplomatie Putin. Ich sagte, das sage ich bei der nächsten Weltkonferenz, da denunziere ich euch, weil ihr politische Ambitionen ablehnt von uns. Wir sind so ein friedliches Volk hier. Wir wollen nur Weltwunder und Naturschutzgebiete bauen und ihr lehnt diplomatische Beziehungen ab. Wollt ihr mit uns handeln? Wollen wir Handel machen? Wir werden Online-Handel machen. Ja, aber Internet haben wir ja. Wir sind ja gerade erst im Industriezeitalter angekommen. Internet dauert ja noch 2-3 Forschungszweige von uns, weißt du. Wir würden LKW schicken mit Ziegenhaaren. Link schicken? Welche Zahlungsmethoden haben Sie? Oh, also, wie gesagt, wir haben momentan 3 Schwein, 1 Diamant, 2 Steinen. Nee, das ist ja nur Bonusressource. Warte, ich muss gerade nochmal durchgucken. Eisen, Schwarzpulver haben wir auch. Falls ihr noch strategische Ressourcen braucht, können wir die machen. Ist gar kein Problem. Und haben Sie Geld? Ja, wir haben noch ein bisschen Gold noch. Wir machen momentan 76 pro Runde. Haben Sie Geld? Ja, klar. Geld oder? Klar. Haben wir. Ist kein Problem. Wie viel Geld haben Sie? Schatzmeister Moksha kümmert sich darum. Wie viel Geld haben Sie? Sag mal, was kannst du mir, wenn ich dir 500 gebe, was kannst du mir geben? 500? Ja. Aha. 500 ist Medium Paket, ja? Ist was? Ist der zweite Betrag, ja? Wir haben 3 Beträge. Es kostet 1000, zweite 500 und dritte 250. So, Sie können mit 500 anfangen. Nee, aber ich brauche ja... Wie viel Öl kann ich dafür kriegen? Öl? Sie können dann Öl investieren, also nicht kaufen. Was heißt das? Ölaktien? Ja. Zum Beispiel, Sie investieren Ihr Geld an norwegische Öl. Norwegen? Sie kaufen. Ja, das ist gut. Ja? Wir sind die schwedischen Kollegen ja verbündet damit. Aha. Die Wikinger. Harald Schönhaar und so, weißt du? Der ist aber ziemlich aggressiv außenpolitisch. Ich weiß nicht, ob der mit uns handeln will. Nein. Weil wir sind ja friedliche Zivilisation. Weißt du, wir gehen ja auf Diplomatie-Sieg. Und die haben, so wie ich das durchschaut habe, machen die Herrschaftssieg. Und wenn die mit den... Herr Maul. Ja, was denn? Wenn die mit den Schweden durch sind, dann wird es gefährlich für uns. Verstehst du das? Ja, verstehe ich. Welche Zahlungsmethoden haben Sie? Geld. Mastercard, oder Visa tauschen. Card. Tauschen, Bargeld noch. Ja, können wir auch machen. Also wir können auch Dienstleistungen tauschen. Wie gesagt, ich habe Zucker und Wildschweine als Luxusressourcen. Ich weiß auch nicht. Haben Sie Mastercard oder Visa Card? Ja, klar. Ist doch kein Problem. Wir haben alles. Welche Karte haben Sie? Ja, also wir haben 3 Diplomatiekarten. Ne? Da haben wir verschiedene. Also ich habe jetzt momentan drinnen, dass wir für den ersten Abgesandten zu Stadtstaaten die doppelte kriegen, also einen mehr, und dann, dass die mehrere Einflusspunkte pro Runde halt sammeln. Verstehst du das? Ach, ja, verstehe ich. Also haben Sie nochmal eine Mastercard, Visa-Card oder Girocard? Ja klar, habe ich doch gesagt, dass wir auch Geld haben. Welche haben Sie? Such dir raus. Ist kein Problem. Sie haben alle Karten. Ne, nicht alle. Ich habe auch PayPal, ich habe auch Dogecoin. Haben Sie Kryptowährung, genau? Ja, ich habe Dogecoin. Dogecoin? Ja. In welchem Plattform? Wie hieß das? Warte mal, ich muss... IronFX. IronRX? Ja. Sie machen alle allein? Nee, das macht hier Finanzminister.
Viktor. Finanzminister, Viktor. Viktor ist sein Name. Der ist eigentlich mehr so für Verteidigung und Co., aber ne, wir sind ja ein friedliebendes Volk und dann haben er, weißt du, er hat eine Augenklappe, ne, ist sehr Kriegsveteran. Ach Und dann so. haben wir gesagt, weil er hat ja nur ein Auge und das ist dafür sehr, sehr gut und da kann er sich gut konzentrieren. Und da haben wir das halt so Ja. eingerichtet, dass er sich um die Verwaltung nicht nur der strategischen, sondern auch der Bonusressourcen kümmert. Verstehst du das? Ja, verstehe ich, ja. Und wann haben Sie Investment gemacht? Boah, das haben wir vor 2 Jahren, als Dogecoin so günstig war, wo alle angefangen haben. Ja, 2 Jahre! als Musk angefangen hat mit Dogecoin. Aha! Wir haben für 10.000 Euro Dogecoin gekauft damals und heute sind wir alle steinreich. 10.000! Und wie viel Geld haben Sie jetzt? Aber wir haben die Dogecoin nicht alle wieder rausbezahlt, weil die geht ja immer mal wieder hoch, mal wieder runter. Wir warten auf das nächste Hoch. Also wir haben so Aha. 450.000 haben wir Gewinn gemacht. Ich habe sie mit so ein paar Kollegen zusammen Ach gemacht, verstehst du? so. Wir haben ja Ja, quasi verstehe wir ich. haben bei dem letzten diplomatischen Notfall hat alle zusammen an einem Strang gezogen und dann hat das geklappt. Ja, und haben Sie eine das vielleicht auch, ja? Also Sie können mit Ihrem Finanzberater, Finanzminister Viktor Ihre Bildschirm teilen und Das mache ich alles öfter zusammen mal, weil machen. ich bin nicht so gut mit Computern und er hilft mir dann immer. Aha, Sie haben eine das, ja? Ja, klar, ich habe das drauf. Dann machen wir so alle zwei, drei Aha. Tage, weißt du, er ist Gouverneur von einer anderen Stadt und wir müssen uns ja immer wieder kurzschließen. Und das Dumme ist, es dürfen ja nicht, weiß nicht warum, es Ja. dürfen ja nicht zwei Gouverneure in einer Stadt sein, sonst schmeißt der eine den anderen wieder raus und dann machen wir das halt so mit bisschen mit Chatten. Ach so, okay. Und können Sie ID sagen, so Versionen ihre Plattform sehen zusammen, ja? Ach, soll ich das jetzt aufmachen? Warte, muss ich erst den Computer anmachen? Weil das Zeitalter ist ja Ach noch nicht erforscht. so. Da Sie müssen wir gucken, dass das haben keiner eine sieht. das ist. Ach so, Sie Weißt haben eine das nur. du? Ja, auf dem Computer, nicht auf dem Telefon. Weißt du, ist nicht so Ach einfach. Wir haben ja so. indische Nachbarn, ne? Die versuchen uns ja momentan ihre Religion aufzuzwingen. Die sind alle zum Christentum konvertiert und versuchen jetzt hier mit ihren Missionaren immer Stress zu machen. Und wenn die mitkriegen, dass wir die Computertechnologie schon erforscht haben, ne? Dann kommen hier die Spione und wollen Technikdiebstahl machen. Darum müssen wir ein bisschen aufpassen. Du darfst das keinem sagen, ja? Ach so, jetzt verstehe Verstehst du das? Das ich. ist Ja, wirklich sehr, sehr genau. gefährlich, was wir hier machen. Und es geht ja auch um eine Menge Geld, weil sonst, weißt du, wir haben zwar schon eine Spionin, weißt du, ihr Name ist Elena, aber sie macht Gegenspionage, sie ist erst auf Stufe 3. Wenn jetzt die ganze Welt ihre Spione hier nach Stockholm schickt und versucht hier Aha. Geldmittelabschöpfung zu machen, dann kriegt sie zwar viele Beförderungen, aber es kann auch sein, dass Geld verloren geht. Und das wollen wir nicht. Ach Verstehst du das? so. Ja. Also soll ich jetzt Computer anmachen, ja? Aha. Und du wirst niemandem sagen, hast du versprochen, ja? Ja, genau. Ja, warte einen Moment, ich mach an. Herr Hans, kann ich nach 1 Stunde anrufen nochmal? Nee, in einer Stunde muss ich los. Ich hab's jetzt angemacht. Soll ich ID geben? Wie bitte? Anydesk, ID. Aha, zeigen Sie Ihre ID. Ja, ist 984. Moment. 984. Ja, 646. 6, nochmal. 646. 646, aha. 966. 966, aha. Akzeptieren Sie das? Wie ist dein Nutzername bei Anydesk? Nicht, dass du ein weißt schon. Hallo? Hallo, ja, akzeptieren, ich habe das geschickt. Ja, wie ist dein Nutzername zum Abgleich? Wir müssen ja abgleichen miteinander. Ach so, meine Adresse ist. Moment. Kann ja Schicke ich nicht. nochmal, ja? Ja, nee, ich kann ja nicht jeden auf meinen Computer lassen. Du musst mir sagen, deinen Nutzername oder deine ID. Ich weiß nicht, meine Nutzernamen, ich habe nicht geguckt. Also ich schreibe dir mal einen Chat, musst du zurückschreiben, dann weiß ich, dass du das bist. Ach so. Moment. Wie habt ihr eure Politik denn aufgebaut? Seid ihr Monarchie oder seid ihr Autokratie? Aha. Ja.
Aha, jetzt schauen Sie mir Ihre Plattform. Aha, willst du meine Landebahnstirn sehen? Kann ich dir zeigen? Guck mal hier, wir sind bestens vorbereitet, falls die Inder kommen und uns ihre Religion aufzwingen wollen. Verstehst du das? Ja, ich Guck mal. hatte Deutsch. Ja, trinkst du auch gerne Buttermilch, so wie ich? Aha, können Sie Ihre. Ja, guck mal, du darfst das keinem sagen. Weißt du, wir haben hier die Computertechnik erforscht und hier, wir haben auch schon Schwarzpulver. Verstehst du das? Wir können uns gut Ja, verteidigen. genau. Na? Aha. Nur, dass wir mal drüber Ja. gesprochen haben. Und wir sind ja auch Ja. kulinarisch sehr weit. Wir haben zum Beispiel schon das Rezept für Nudelwasser erforscht, das Rezept für Aha. Butterbrot, Buttermilch und Bundeswehrkekse, ja? Das sind ganz, ganz Ja. wichtige Rezepte für die Zufriedenheit. Weißt du, wir haben Kolosseum schon gebaut und auch lauter Unterhaltungsplätze, aber irgendwie, es funktioniert nicht. Die Leute müssen so viel arbeiten, weil wir unsere Städte halt ganz auf Produktion gesetzt haben, dass wir die halt auch irgendwie bei Laune halten müssen. Das ist nicht so einfach, verstehst du das? Ja. Und wir haben auch eine Hühnerfarm, wie du siehst. Wie bitte? Hühnerfarm. Huhn. Aha. Verstehst du das? Ja. Ja. Jetzt können Sie mir schauen, Ja, guck, Ihre hier bin ich. Plattform. Leverage your trading. Iron FX, da Ihre bin ich. Deutschcoin. Ja, Ihre habe ich dir. Deutschcoin-Plattform. Ja, das ist hier. Jetzt Iron schauen Sie mir. FX, da bin ich. Aha. Ist Aber Sie gut. sind nicht registriert dort. Nee, ich bin nicht eingeloggt. Ich logge mich ja immer aus, aus Sicherheitsgründen. Aha, Verstehst du das? loggen Sie sich ein. Zeig mir mal deine Webseite. Was ist deine Webseite? Schreib mal rein hier oben. Ich hatte das schon angeklickt. Schauen Ja, zeig mir deine Webseite. Sie zuerst. Ja, und dann musst du Zuerst aber schauen auch. Sie Ja, mir. nee, 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 du willst ja was von mir. Du musst Zuerst. mir deine Seite zeigen. Zuerst loggen Sie sich ein in diesem Plattform. Warum sollte ich das tun? Du willst doch was von mir. Zeig mir mal deine Internetseite von deiner Firma. Ich will Ihre Plattform sehen. Ja, das ist meine Plattform. Jetzt zeig mir deine Plattform. Das ist jetzt virtueller Schwanzvergleich oder was wird das? Loggen Sie sich ein, dann werde ich. Also wenn du so weitermachst, werden wir sämtliche diplomatischen Beziehungen aber aufgeben müssen. Ne? Das ist ja schon Okay. wie wenn die Barbaren kommen und sagen mir 220 Gold, damit ich dich 30 Runden in Ruhe lasse. Gehörst du zu Ja. denen? Bist du so ein Stadtstaat, der früher mal ein Barbarencamp gewesen ist? Ja. Ja? Verdammt nochmal, was war euer Name, als ihr ein Piratencamp wart? Züngelnde Frösche? Feurige Schwänze? Oder was hattet ihr? Die haben ja immer so lustige Namen. Oder Ziegenherde, da habe ich auch tatsächlich mal gehabt. Das ist kein Spaß. Wir können ja Ja. mal kurz gucken. Ob das da irgendwo so eine Liste gibt für die Namen. Was meinen Sie? Ich guck ja hier öfter in der Sea-Fandom, wenn ich was nicht weiß, ne? Gucken, ob die irgendwelche. Ah, ob es da eine Liste von den Namen gibt. Was ist hier? Guck mal, wir können ja schon mal gucken. Du bist bestimmt Flachland-Clan, ne? Du hörst dich zwar eng an, aber ich glaube, du bist Flachland-Clan, oder? Aha. Aha. Guck mal hier, das hast du mir jetzt gerade geschickt. Du willst jetzt Gold von mir haben, ne? Dann muss ich hier drauf drücken auf Bestechen. Aber ich sehe hier, ihr habt Adlerkrieger. Guck mal, wenn wir jetzt noch in der Antike wären, würde ich für 102 Gold ein paar Adlerkrieger kaufen, weil die sind ja total OP. Ja. Oder kann man dich auch hier anhören? Wie viel Gold kostet das, damit du andere Leute für mich anrufst? Was fällt dir rein? Herr Hans, tschüss. Ich habe Guck mal, das bist noch du. Pilze. Guck mal, du bist das. Okay, tschüss. Verpiss dich, du. Tschüss. Ich Scheiß wünsche Barbaren. Ihnen einen schönen Scheiß Barbaren. Ich hol mir die 3-Ära-Score. Wir machen euer Lager kaputt. Verstehst du das? Tag. Ja, tschüss. Die Schweden mit dem russischen Akzent kommen euch holen. Unglaubliche Scheiße.